So, willkommen zu Teil 2 gegen Salt Rosa in der Dominion Liga. Bisher lief es ganz gut. Wir führen 2-0. Falls ihr es nicht gesehen habt, jetzt habe ich es verraten. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Und wir schauen uns dieses Königreich an. Neue Karte, in Anführungsstrichen neu, ist eine zweite Edition von Gilden Hinterland. Nee, nicht Gilden Hinterland, Gildenreich Ernte. Geschäft. Karte ziehen, Geld kriegen, dann noch Aktionskarte spielen, die wir noch nicht im Deck haben. Wir können entsorgen mit Geldanlage, Nachbau, Münzer, Falschgeld, Wachturm, wenn wir was bekommen. Okay. Ein Angriff gibt es mit Hexenzirkel, der scheint hier aber nicht so besonders stark zu sein mit den krassen Entsorgern. Mauer ist natürlich bitter, vielleicht doch der Hexenzirkel, wenn man dann dem Gegner die Flüche nicht wieder rausholt, ziehen sie praktisch doppelt Minus. Das ist dann vielleicht ganz nett. Ansonsten haben wir kein Dorf. Silber. Könnte man anfangen. Silbergeldanlage. Oder doch lieber Nachbau. Oder Geschäft. Geschäft ist okay hier, glaube ich. Einmal, weil wir wollen wahrscheinlich gar nicht so sehr den Wandergesellen im Deck haben. Forum ist gut. Silber ist natürlich auch nicht so gut, wenn es Kolonie gibt. Da es Kolonie gibt, ist natürlich die Mauer auch nicht mehr ganz so ausschlaggebend. Ne? Ich glaube, der Hexenzirkel ist hier doch recht wichtig. Wie wollen wir das ziehen? Nachbau jetzt holen doch. Könnte sich ein bisschen Silber und Wachturm holen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und wir müssen die Anwesen ja irgendwie loswerden. Das ist die einzige Chance, Anwesen loszuwerden. Also ja, machen wir das mal so. Geschäft. Das ist zwar nicht, was wir wollten, aber na gut. Hoffentlich hat er auch keine Anwesen auf der Hand. Mal gucken. Aber wird er schon haben, wenn er jetzt überlegt. Aber nur eins wenigstens. Jetzt können wir nichts kaufen. Hoffen wir, dass der nächste Nachbau da was trifft. Der kommt jetzt auf 4. Ach, von wegen einzige Chance, um Dings zu entsorgen. Gibt ja noch Geldanlage. Dann jetzt wahrscheinlich mal Falschgeld. Falschgeld ist natürlich auch gut mit Silber, was wir jetzt hier kriegen können. Eine Geldanlage wollen wir wahrscheinlich noch, um dann den Nachbau loszuwerden, wenn er nichts mehr macht. Oh, entsorgt sogar seine Geldanlage. Aha. Interessant. Hat er sein Forum gleich gefunden? Okay, das muss ja dann die oberste Karte gewesen sein. Dann wieder den Nachbau entdeckt. Hexenzirkel da. Oh, wie viel haben wir? Wenn wir das verdoppeln, haben wir 9, 10. Okay, das ist gut. Dann machen wir Hexenzirkel und Forum. Und hier können wir eine Geldanlage kaufen. Vielleicht ist es dann auch gut, sogar selbst einen Fluch zu kaufen irgendwann, damit man sie ablegen kann, bevor sie alle sind. Mal gucken. Wird sich dann ja ergeben.
Entsorge diese Karte, um meine. Okay, das heißt, man muss sie auch wirklich entsorgen, um sie. Um das zu bekommen, ne? Um die Punkte da zu bekommen. Neun. Hätten wir auch Silber entsorgen sollen, vielleicht? Oder holen wir jetzt ein Platin? Ich glaube, wir holen uns ein Platin. Frühes Platin ist nicht verkehrt. Noch ein Platin. Okay, hier unten müsste doch jetzt ein Forum kommen, oder? 1 zu 2 Chance. Könnte aber auch ein Platin sein. Platin oder Forum, eins von beiden. Forum. Nice. Das und das, dann könnte ich mit der Geldanlage. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen das so. Obwohl, vielleicht mache ich es auch doch so. Ein bisschen Punkte holen. Das hier entsorgen. Und dann machen wir Forum und Hexenzirkel Fluch. Ja, nee, jetzt wo ich das ganz entsorgt habe, ja gut. Ich werde keinen eigenen Fluch kaufen. Hat nur zwei und ich krieg so einen Haufen. Na gut, vielleicht schaffe ich es ja noch, ihm zwei weitere zu geben. Das ist 4 zu 6. Damit könnte man leben. Wird auch schwierig, die Entscheidung, ob ich das denn wirklich nicht spiele oder ob ich es lieber spiele und ihn damit störe. Also den spiele ich auf jeden Fall. Kolonie. Geldanlage.
Gold. Ach nee, entsorgt Forum in Gold. Silber in Geldanlage. Was ist das denn? Warum? Kauft ein neues Forum. Okay. Spielen wir mal Forum. Ich glaube nicht, dass das schlecht genug ist oder gut genug ist. Um es ihm nicht zu geben. Ich gebe ihm lieber das braune, das lilane Fluchgold, wie es so schön ist. Noch ein Forum. Gerade wenn er jetzt angefangen hat, sein Forum zu entsorgen in Gold. Jetzt macht das doch. Okay. Aber Falschgeld-Geldanlage könnte eine gute Kombination sein, um drei Flüche loszuwerden. Oder besser gesagt, nee, noch nicht drei, zwei, aber naja. Alter 18, wie kommt der? Hat auch gerade ein Gold verdoppelt, okay. Trotzdem ganz schön viel Geld. So. Das und das. Muss ja was entsorgen. Hexenzirkel abgelegt. Ich hätte natürlich dann den nicht ablegen dürfen. Egal. Falschgeld auf Silber. Plus 1. Kolonie. Geschäft. Ist Geschäft noch die Minuspunkte wert, könnte man sich fragen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Nachbau. Geschäft in Geldanlage, Fluch entsorgen. Na gut. Falschgeld auf Geldanlage. Das war jetzt nicht so ein guter Zug vom Geld her, aber er hat ein paar Karten losgeworden. Wenn ich jetzt Doppelkolonie schaffe, ist mir das auch egal. Kauft sogar ein neues Geschäft. Wie viel habe ich denn? 6. Ich habe schon 11, ne? So, 11. Ist natürlich jetzt hier ein Schwäche. Ich glaube, der Zug ist jetzt ganz schlecht, oder? Da kommt doch hier nichts mehr. Falschgeld kommt. Was noch? Eine Geldanlage vielleicht. Könnte ich wieder einen Fluch loswerden. Kauft nur Platin. Interessant. Oh, Faltgeld auf Platin ist natürlich ganz nett. Kommt doch keine Geldanlage. Das. Dreißig Punkte aufzuholen, ist natürlich in einem Mauerkönigreich immer eine ganz schöne Hausnummer.
Zwei Siegpunkte von der Geldanlage, okay. Das ist mir egal. Vier. Ah, kaufen wir wahrscheinlich einfach nichts. Wenn da kein Forum oben ist. Noch eine Provinz. Aber er hat auch nichts. Oh, da ist tatsächlich ein Forum oben. Wahnsinn. Okay. Erstaunlich. Ja, krass, dass das noch so ausging. Also, dass ich, obwohl ich sechs Flüche bekommen habe, aber ich weiß auch nicht, er hat dann einfach nicht genug Payload dafür im Deck gehabt. Komisch. Mich soll es nicht stören. Manchmal ist man einfach ein bisschen glücklicher. 2,5 hier. Was machen wir damit? Weg der Ziege ist da. Burggraben könnten wir anfangen. Ich glaube, wir werden nicht die Fünferkarte kaufen. Sondern Burggraben. Und ausgesetzter. Oder Seil. Wahrscheinlich Seil. Transmogrify. Transformation. Ich habe die Königreichkarte noch nicht gezeigt. So, jetzt seht ihr, wir können sorgen mit Seil, ausgesetzter und Weg der Ziege. Karten ziehen werden wir entweder mit Wachhund, Sumpfhütten. Nicht verkehrt, denke ich mal. So, und jetzt wollen wir auch ein Frachtschiff haben. Wahrscheinlich sogar zwei. Geld kriegen wir mit Gold, schätze ich mal. So, gehen wir jetzt hier die Risiko ein und spielen den Programm so oder entsorgen wir und holen uns Silber? Ich glaube, wir entsorgen und holen uns Silber. Seile sind nicht die schnellsten Entsorger. Und Silber ist hier nicht verkehrt. Seile sind nicht die schnellsten Entsorger. Das macht auch nur Sinn mit Dominion-Sprache. Wagnis? Das hört sich wahrscheinlich nicht, was er haben wollte mit Wagnis, oder? Na gut, er kann nochmal ablegen für Geld. Was macht er denn? Sechs. Könnte jetzt auch Hauptstadt werden. Oder Gold. Ich nehme mal Gold.
Weil was bringt uns das ganze Kartenziehen, wenn wir dann keine Geldkarten haben? So, musste ganz kurz pausieren, aber weiter geht's. Entladen, entsorgen. Wir haben 8. Können wir uns jetzt Hauptstadt Wachhund holen. Entsorgen. Ziehen wir? Oder entsorgen wir? Wir ziehen mal. Okay, wir haben leider kein Seil gezogen, obwohl wir könnten noch eins finden, wenn wir Wagnis machen. Was das Schlechteste, was wir finden könnten? Ach, keine Ahnung, aber für 9 wollen wir jetzt eh nichts kaufen, also na gut. Den spielen wir nicht, oder? Kriegen wir einen Haufen Zeug auf die Hand. So, für 5 holen wir uns noch eine Hauptstadt, schätze ich mal. Sieht auch schon ganz gut aus bei ihm. Muss man ja mal zugeben. Könnte gut sein, dass wir verlieren. Aber noch ist nicht alles vorbei. Wir könnten jetzt auch einen guten Zug kriegen. Da, 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 da. Ablegen oder nicht? Ich glaube nicht. Ich bin jetzt im Burggraben. Frachtschiff. Wachhund. Alles ausspielen. Ich glaube, hier kommt noch ein Seil, ha? Spielen. Und dann haben wir das. Das. Und das. Also unser Zug war eigentlich auch nicht schlecht. Ein bisschen umständlich dahin zu kommen, aber jetzt dürfte es auch noch besser laufen mit dem Seil im Spiel. Frachtschiff beladen. Nicht 3 Hauptstädte. Oder habe ich 3 Hauptstädte? Habe ich doch nicht. Hat er die nicht gespielt? Jetzt macht er schon Provinz. Interessant. Da kann man doch noch ein bisschen mehr rausholen aus einem Zug. So, Hauptstadt. 2 ablegen. Wachhund. Zieht er schon 4? Ja. Hauptstadt. 2 ablegen für 2 Geld. Burggraben.
Sumpfhütten könnten wir noch mal entsorgen hier. 12. Holen wir uns noch Seil oder noch mal Sumpfhütte. Sumpfhütte, Gold oder Silber. Hauptstadt und... Ach, wir hatten nur einen Kauf. Okay. Hauptstadt ist auch okay. Die kann ja im Prinzip zwei Geld geben, wenn man genug Draw hat. Transformation ist natürlich dann gefährlich, weil es die Provinzen wieder leer machen kann. Aber ich muss jetzt einfach besser werden als eine Provinz pro Zug. Entsorgen wir hier. Ja, einmal entsorgen wir mal noch. So, Hauptstadt, zwei ablegen. Programm, Hauptstadt. Mal nichts ablegen, oder? Zwei ablegen für zwei Geld, doch. Das und das. Programm, Sumpfhütte. Doch, wir ziehen genug. Wachhund. Hauptstadt. Zwei ablegen. Sumpfhütte. Frachtschiff bringt uns jetzt auch Geld diese Runde. Gibt auch noch Wagnis. Damit könnte man sich eine Transformation aufs Deck legen, ne? Provinz. Und Frachtschiff. Transformation. Wir haben, kommen, werden diese Runde wahrscheinlich nur 15 kommen. Können wir halt Provinz Gold kaufen, das ist auch okay. Wenn wir überhaupt so gut ziehen. 14 bei ihm. Das kann, ist auch gefährlich. Er kann auch Provinz Gold jetzt machen. Ja. Sehr gefährlich, aber was sollen wir machen? Gegen Startspieler. Oh, er macht kein Gold. Dann kriegt er natürlich nicht zwei Provinzen nächste Runde. Obwohl Silber reicht vielleicht. Ja, Silber könnte auch reichen, das stimmt. Obwohl er hat kein Frachtschiff. Doch, er hat ein zweites.
Programm. Hauptstadt. Wachhund. Hauptstadt. Sumpfhütte. Sumpfhütte. Frachtschiff. Ich habe auch nur zwei Käufe. 15 Geld. Provinz. Oh, nächste Runde habe ich 16, ne? Also könnte ich. Ich könnte auch einfach ein Frachtschiff nicht beladen und dann habe ich auch 16. Aber ich werde es wahrscheinlich beladen. Zumindest nicht damit. Und er muss halt das ganze Deck ziehen, um es zu schaffen. Hat einen Wachhund im Frachtschiff und eine Transformation. Aber das sieht nach einer ganz guten Starthand aus. Können immer noch Pech haben, keine Hauptstadt oder sowas zu finden. Sehr unwahrscheinlich. Provinz in Provinz. Jetzt muss er den Zug nur noch schaffen. Mit genügend Geld. Wird schon werden. Obwohl, wir wissen es natürlich nicht. Vielleicht hat er auch, findet er nicht all sein Geld oder so, weil er jetzt hier zum Beispiel Seile ablegt, die er auch wiederfinden muss zum Finden seines Decks. Programm hat er, glaube ich, auch noch. Er hat sogar vier Hauptstädte. Da wird er wohl genug haben. Okay, GG. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.